Rucksack. Türe zu. Entschuldigung. Elli, wann hast du heute Klavierstunde? Um 3:30. Du hast doch immer um 3:30, oder? Ah ja, stimmt. Hast du denn hier außen mit? Nein, das habe ich hinten. Na, Soki, war's schön im Wald? Oh, ich war nicht im Wald. Dafür war keine Zeit. Aber Sokrates, ich hab dich doch am Waldrand abgesetzt. Ja, aber ich musste so viele Bäume markieren, weil ich so lange nicht in der Gegend war. Sicher 200. Da war keine Zeit für den Wald. Und was gibt's da zu gackern? Lieber Sokrates, wenn du 200 Bäume markiert hast, glaubst du nicht, dass du dann vielleicht doch im Wald warst? Das gibt's ja nicht. Elli! Ja? Den Turnsack hast du vergessen. Ja, gib es mir. Hallo! Sokrates, das Sprichwort haben sie wohl extra für dich erfunden. Welches Sprichwort? Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Achtung, Achtung, Mausalarm, Mausalarm. Jetzt recht. Rucksack. Oh, Helmi, hallo. Ist arg, was sich in der Früh vor der Schule abspielt, gell? Und am Nachmittag, wenn alle abgeholt werden, ist es wieder dasselbe Chaos. Ja, leider. Und das Chaos ist gefährlicher, als du denkst. Pass besonders gut auf, wenn du da vorne über den Zebrastreifen gehst. Auch wenn du alles richtig machst, kann etwas Unerwartetes passieren. Okay, danke, Helmi. Hier muss sich echt was ändern. Genau. Und dazu müssen alle zusammenhelfen. Tschüss, Pia. Hallo. Jetzt reicht's aber. Das würde ich nicht machen. Was? Helmi? Warum? Weil da vorne gleich ein 8-jähriges Mädchen über den Zebrastreifen gehen wird, das man von hier aus noch nicht sehen kann. Was? Aber da ist doch niemand. Danke, Helmi. Das kleine Mädchen hätte ich wirklich nicht gesehen. Jeder will sein Kind sicher mit dem Auto zur Schule bringen. Und vor lauter sicheren Autos gibt es keinen sicheren Schulweg mehr. Sokrates, so geht das nicht weiter. Schick bitte eine Nachricht an alle Kinder und Eltern im Umkreis. Wir machen jetzt Schulwegschule. Um die Kinder sicher in die Schule zu bringen, genügt zum Beispiel eine Elternhaltestelle etwas abseits der Schule. Von dort aus gehen die Kinder den restlichen kurzen Weg zu Fuß. Oder die Kinder nehmen den Pedibus und gehen in Gruppen eine längere Strecke des Schulwegs zu Fuß. Dabei werden sie von einem Erwachsenen oder einem älteren Schüler begleitet. Der erklärt dann gleich, worauf man im Straßenverkehr aufpassen muss. Wenn ihr nachdenkt, habt ihr bestimmt noch viele gute Ideen, wie ihr euren Schulweg sicherer machen könnt. Überlegt euch die sichersten Strecken, macht Projekte in der Schule, helft einander und lasst euch helfen. Hey, K,
Kids, ihr schaut euch die Großen an. Weil man von ihnen was lernen kann. Doch kein Großer ist immer perfekt. Drum schaut auch, was in euch selber steckt. Kids haben manchmal die besten Ideen. Ist doch genial, wie die Großen das sehen. Wer selber denkt, der stellt sich drauf ein. Später ein echt cooler Großer zu sein. Wer selber denkt, der stellt sich drauf ein. Später ein echt cooler Großer zu sein. Augen auf. Ohren auf. Helmi ist da. Ja, ja. Augen auf. Ohren auf. Helmi ist da. Ja, ja. Noch mehr Infos und coole Spiele findest du auf meiner Homepage www.helmi.at. Hallo Okidoki! Ich will Schnee! Ich will Schnee! Oder Regen! Wind! Irgendwas! Das gibt's ja nicht. Bei Frau Holle hat das funktioniert und hat geschneit. Dann halt nicht. Na gut, dann gibt's halt was anderes. Nämlich, ich möchte euch einen Film präsentieren, Hotel Transsilvanien 2. Außerdem habe ich super Sachen über das Land Marokko in Erfahrung gebracht. Und jetzt lösen wir Sucher mal auf. Ich wollte von euch wissen, unter welchem Stein sich die Schlange versteckt hatte. Wow, unter dem zweiten war sie. Eine super Wahl. Ich hoffe, ihr seid draufgekommen. Bitte vergesst nicht, ab Montag stehen dann alle Gewinner auf unserer Okidoki Homepage. So, und ich habe jetzt etwas in Sachen Spiele für euch gefunden. Da geht es auch um Märchen. Ja, zum Beispiel um Hexen und Zauberer und... Ach, schaut mal. Hey, Sophie, Konstantin, bin ich zu spät? Wir müssen hören. Habt ihr etwas schon begonnen? Also ich höre nichts. Ich auch nicht. Glück gehabt, dann nochmal von vorne. Versammelt euch mit Zauberern und Hexen um den Blocksberg. Und aufgepasst, jeder will sie haben. Diese Kügelchen, das sind nämlich die Steine der Weisen. Hey, das ist meins. Keine Sorge, Sophie, du kannst ihn dir zurückholen. Aber pst, wohin wird er wohl rollen? Das war total kurz. Ja, und wo könnte der Stein sein? Ich glaube, es ist dahin gerollt. Aber ich glaube, es ist dort irgendwo. Na, dann lasst es uns rausfinden. Schade, ich dachte, das ist da. Konstantin, du bist dran. Yes, ich hab's doch gewusst. Super, dir gehört der erste Stein. Weiter geht's. Nicht schon wieder, du. Heute habe ich immer Glück. Sophie, du schaffst das auch. Komm schon. Ja, endlich ich. Jawohl, super. Jetzt aber schnell. Und immer wieder poltern, hören, suchen. Poltern, hören, suchen. Der letzte Stein. Und? Wer hat seine Ohren besser gespitzt und besitzt mehr Steine der Weisen? Na? Ich hab 7 gewonnen! Gratuliere, Sophie. Du hast dich zurückgekämpft. Und Konstantin, du warst auch spitze. Es war ganz knapp. Heute die Polter, na bitte. Das perfekte Spiel für einen Spielernachmittag mit den Freunden. So, wir kommen jetzt zu der heutigen Gewinnspielfrage vom ABC-Bären. Ich möchte diesmal von euch wissen, von wem hat Mona Mu stricken gelernt? Von Tante Clarissa oder vom Pim? Passt gut auf, wenn ihr die richtige Lösung wisst, dann her damit. Schreibt mir eine E-Mail an hallo.okidoki@orf.at oder anrufen könnt ihr natürlich auch. Und zu gewinnen gibt es ein Märchenbuch plus eine Tasche.